Hier kommen sie, die Kaffeetrends des Jahres. Gucken Sie mal hier, pinkfarbener Eiskaffee, die Pink Melange oder Kaffee-Limonade. Sieht alles sehr verführerisch aus, nur schmeckt es auch so. Und wie leicht oder schwer lässt sich das selber machen? Das finden Julia und Barista Sascha für Sie raus. Jetzt die coolsten Kaffeetrends. Los geht es mit dem Marshmallow Frappuccino. Ein Getränk mit viel Umdrehung. Ein mächtiger Eiskaffee. Keine Sportlermahlzeit. Aber lecker. Richtig lecker. Und boah, danach bist du satt. Die Zutaten: Kekse, gezuckerte Kondensmilch, Marshmallows und Kakao. Was heißt Frappuccino? Frappuccino, ja, aus großen amerikanischen Coffeeshop-Ketten. Die haben das erfunden, oder wie? Ja, erfunden. Die nennen halt ihre Eisgetränke, die man im Mixer mit Eiswürfeln macht, mit besonderen Zutaten, nennen die halt Frappuccino. Die Zubereitung ist bei diesem Trendgetränk einfach. Es kommt nämlich alles in den Mixer. Wenn sich eine homogene Masse bildet, ist die Arbeit getan. Riech mal. Lecker. Nee, riecht gut, es riecht im Sommer irgendwie. Beim Verzieren kann man sich schön austoben und kreativ sein. Jetzt haben wir noch die frische Sahne dazu. So eine Kalorienbombe. Unfassbar, wirklich. Das ist so ein richtiges Ami-Ding, oder? Als Topping haben wir noch ein paar extra Marshmallows, die können wir drüber streuseln, genau. Und weil es nicht schon genug Kalorien hat, kommen noch ein paar Kekse darüber. Sieht es nur nach Kindergeburtstag aus oder schmeckt es auch so? Geil sieht's aus, oder? Wie für so ein, macht jedes Kind heult vor Freude. So dann, tschüss. Dann heulen wir auch mal vor Freude und probieren mal den Marshmallow Frappuccino. Wie lautet das erste Fazit? 1000-mal besser als erwartet. Dadurch, dass es nicht so süß ist mit diesem herben Kakao, bin ich total begeistert. Kalter Kaffeekakao, die Kondensmilch schmeckt mir jetzt nicht so die Süße raus. Marshmallows, ja. Das zweite Sommer-Kaffee-Trend-Getränk aus dem Netz, die Pink Melange. Man, das sieht schon auch wieder so geil aus, oder? Aber was verstehst du unter Pink? Was ist da die pinke Zutat da drin? Himbeeren. Himbeeren. Himbeeren, Erdbeeren? Himbeeren. Pink sind Himbeeren. Schauen wir mal, was kommt. Ach, rote Beete. Genau, die rote Beete macht das Kaffeegetränk zu einem echten Hingucker. Außerdem benötigen die beiden Vanilleextrakt, Honig, Milch, Eiswürfel und natürlich das schwarze Gold. Und das ist halt toll, dieser Farbverlauf. Boah, das kriegen wir nie hin, das kriegen wir nie hin. Wir haben schon ganz andere Sachen hingekriegt, ja, da kriegen stimmt. Wir die ja, Pink Melange auch hin. Positiv bleiben, das wird schon, Julia. Erstmal den Herd anschmeißen und die pinke Milch auf niedriger Hitze etwa 20 Minuten lang köcheln. Sascha, was versteht man nochmal unter einer Melange? Naja, das ist ein Milchkaffee. Und das kriegst du halt in den österreichischen Kaffeehäusern. Viel Kaffee, viel Milch, heiße Milch und ein bisschen Milchschaum. Eigentlich wie ein Cappuccino. Naja, Cappuccino ist ja eher ein Drittel Kaffee, Drittel Schaum und Drittel Milch. Rote Beete, eine bekannte Zutat unter den Baristas. Ich habe schon viel mit Kaffee ausprobiert, aber Rote Beete war noch nie Bestandteil eines Kaffeegetränks bei mir. Ich kenne ja nur Kürbis, was auch von der amerikanischen Kaffeemarke, dann im Herbst immer so, aber Rote Beete ist für mich auch absolut neu. Wenn die Milch die Farbe gut angenommen hat, den Inhalt durch ein Sieb geben und das Ganze schaumig schlagen. Konsistenz ist gut. Sehr lecker. Eiswürfel und die pinke Milch ins Glas geben. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Jetzt müssen wir schauen, dass wir den Farbverlauf hinkriegen. Ne? Genau, jetzt habe ich einen doppelten Espresso vorbereitet. Den kippen wir so langsam rein, dass ich wirklich zwei, drei Schichten... Ich bin gespannt, ob du das hinkriegst. Barista-Tipp, einfach einen Löffel nehmen. Das federt nämlich den Aufprall des Espressos besser ab. Schmeckt das Sommerkaffeegetränk auch so gut, wie es aussieht? Ich bin schon begeistert, weil ich einfach irgendwie kalten Milchkaffee liebe. Und dass genau der so schmeckt, also man schmeckt nichts von der roten Beete und optisch einfach ein absolutes Highlight. Deswegen finde ich irgendwie echt ziemlich cool. Für mich ist er optisch besser, als er schmeckt. Warum, was hast du dir denn erhofft? Also ich hatte mir mehr rote Beete erhofft. Optisch eine Bombe, aber geschmacklich Mittelklasse. Der dritte Sommerdrink ist ein Klassiker, aber mit einem Twist.
Affogato, ja. Du hast ja italienische Wurzeln. Ja. Und ich glaube, Kaffee Affogato ist ein... Trinke ich super gerne. Ein Klassiker, was man gerne trinkt im Sommer. So ist es. Man hat das Vanilleeis. Und ein Espresso. Das war's. Ach komm, da kommt noch was, oder? Ja, da kommt noch was. Denn Sascha hat sich was Spezielles überlegt. Wir machen jetzt den Affogato, den du ja so liebst. Aber, jetzt kommt das Aber, wir führen ihn auf ein Next Level. Ich habe da noch ein paar Zutaten mitgebracht und wir verdoppeln mal alles. Wir verdoppeln den Espresso, wir machen einen doppelten Espresso, wir machen statt einer Kugel, machen wir zwei Kugeln rein. Wir haben noch Karamellsoße, wir haben Schokostücke und noch ein bisschen Topping und das wird das perfekte Sommergetränk. Ich denke mal, du wirst es lieben. Sehr okay, mega, freue ich mich drauf. Affogato bedeutet übrigens ertrunken, weil das Vanilleeis im Espresso untergeht. Den Nachtisch baut man nach dem Schichtprinzip im Glas. Zum Schluss noch schön dekorieren. So, das ist genau so eine sehr, was ich gerne anbiete. Simpel, schnell gemacht und lecker. Kennst du das? Keep it simple and stupid. Ja. Und weil wir bei den sommerlichen Kaffeetrends sind, geht's raus in die Sonne. Nachtisch und Getränk zugleich. Wie kommt der Next Level Affogato an? Ich finde es wirklich genial, weil es einfach so ein schnell gemachtes Dessert ist. Genau das Richtige für mich. Was will man mehr? Wenig Arbeit, großes Ergebnis, oder? Die Begeisterung steht mir ins Gesicht geschrieben. Also Espresso, Kekse, Eis, Karamell ist eine perfekte Mischung. Und ich glaube, das wird mein Favorit in diesem Sommer. Der vierte Sommercafé aus dem Netz nennt sich Bubble Café. Also das wird spannend, da bin ich mal gespannt, wie das schmeckt. Kalte Milch, Eiswürfel, die Bubbles und dann als Topping die Creme. Die Creme obendrauf. Und das sind Kaffee-Bubbles. Der Drink besteht unter anderem aus den sogenannten Boba-Perlen, die durch Bubble Tea bekannt wurden. Es gibt sie in vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen. Für die Kaffeecreme gleiche Anteile an Zuckerwasser und Instant-Kaffee zu festem Schaum schlagen. Okay, läuft. Uns schon wieder geschafft. Charmant, Julia. Sascha ist doch ratzfatz wieder umgezogen. Ja, hallihallo. Hier bin ich wieder. Da bist du wieder. In einem frischen Gewand. Wunderbar. Auch bei diesem Drink kommt es besonders auf unterschiedliche Schichten an. Die Boba-Perlen bestehen übrigens aus Tapioca, der Stärke aus der Maniokwurzel. Julia und Sascha verwenden hier Erdbeerkügelchen, getoppt mit Kokosmilch und Kaffeecreme. Hast du schon mal Bubble Tea getrunken? Ist schon lange, lange her, war aber kein großer Fan. War mir einfach auch zu süß, glaube ich. Zu süß wird es jetzt nicht sein durch den Kaffee, wird eher ein bisschen bitter sein. Wie kommt der Bubble-Kaffee bei den beiden an? So, wenn der so schmeckt, wie er aussieht, dann geht's ab. Der Drink gefällt mir außergewöhnlich gut, weil die Mischung aus Kaffee und Kokosmilch, Kokosmilch ist halt wie Sommer, wie ein Cocktail. Und die roten Beeren unten ist eine gute Kombination und würde ich gerne wieder trinken und deswegen Daumen hoch. Wie findest du das Getränk? Also ich finde das Gefühl gut mit den Bubbles, ich finde den Geschmack gut. Und ich finde, der sieht toll aus. Also dreimal gut, Daumen hoch. Der fünfte und letzte Sommertrend aus dem Netz, eine Kaffeelimonade. Eiswürfel wird aufgefüllt mit Tonic Water. Das weiß ich jetzt schon, dass mir das nicht schmecken wird. Ist doch ein cooles Sommergetränk, gerade wenn du abends in so einer Bar bist. Super lecker, aber ohne Kaffee. Das ist die Challenge, dass wir das so gestalten, dass es auch dir schmeckt. Für die Kaffeelimonade braucht man lediglich eine Zitrone, Eiswürfel, Honig, Minze, Tonic Water und Cold Brew. Für die Kaffeelimonade nehmen wir den Cold Brew und kein Espresso oder kein Filterkaffee, weil der Cold Brew wird 16 bis 18 Stunden gefiltert und schmeckt dadurch absolut mild und passt perfekt zu dem fruchtigen Tonic Water, was wir uns ausgesucht haben. Zitrone pressen und mit Honig süßen. Zu diesem Getränk passen fruchtige und florale Tonics am besten. Tipp: Das schwarze Gold über die Zitrone laufen lassen für die schönen Farbschichten. Optisch eine glatte 1. Ja, absolut. Ob die Kaffeelimonade die bisher noch kritische Julia umstimmen kann? So, mein Lieber, jetzt bin ich gespannt. Ich habe dir versprochen, dass es dir schmeckt und das hoffe ich mal, dass ich mein Versprechen halten kann.
Ja, wie zu erwarten, ist er mir zu bitter, weil ich einfach kein Tonic Water mag. Magst du keinen Gin Tonic? Gin ja, Tonic nein. Ist zwar etwas bitter, aber mega erfrischend und das Perfekte für einen lauen Sommerabend irgendwo auf der Terrasse oder am Strand vielleicht, würde ich jederzeit gerne wieder trinken. Hier gehen die Meinungen etwas auseinander. Nach 5 sommerlichen Kaffeedrinks aus dem Netz, die nicht unterschiedlicher sein können, welches Getränk kam so gar nicht gut an? Mein Verlierer war eindeutig der Marshmallow Frappuccino. Alles im Mixer, das war mir einfach zu mächtig, da war zu viel Schokolade drin und er war mir nicht fruchtig genug. Das war nicht erfrischend, das war einfach nur eine Kalorienbombe. Mein heutiger Verlierer war die Kaffeelimonade. Ist mir zu bitter und die Kombi aus Kaffee und Tonic Water schmeckt mir einfach nicht. Und was ist euer Highlight? Mein heutiger Gewinner war Affogato, Next Level, weil es einfach simpel zu machen ist. Geschmacklich hat mich komplett überzeugt, bringt alles mit und ist das perfekte Sommergetränk. Würde ich mir jederzeit und überall bestellen. Mein Favorit ist die Kaffeelimonade, weil ich mag die Zusammensetzung, die Kombination aus dem Fruchtigen und aus dem Kaffee mit Zitrone und die erfrischende Basis. Mein absoluter Favorite. Sommerliche Kaffeetrendgetränke aus dem Netz. Leicht nachzumachen, echte optische Highlights und in den